Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier bei We Happy Few. Ich muss schnell reden, denn es ist was passiert und zwar, ihr seht's am Tag 25. Mir ist die Festplatte vollgelaufen. Ich glaube, jedem, auch den ganz guten und bekannten YouTubern, passiert sowas mal früher oder später. Und mir ist es also auch vor kurzem erst passiert. Huch, put away. Eine Stunde an Aufnahme verloren gegangen. Und ich glaube, es hat sich nichts gebessert. Unser Inventar ist immer noch rammelvoll. Ich glaube, ich lasse einfach mal hier eine Schaufel liegen. Hau mal hier den Stab raus. Pointy Stick raus. Und einfach auch mal die großen Sachen. Hier den equippen wir. Und ja, wir haben nichts zu essen. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was war in der letzten... Ist jetzt weg, ja. Was war in der letzten Aufnahme? Wir schauen gleich mal, was habe ich denn alles erledigt? Habe ich überhaupt was erledigt? Observe the Mass of the Sacred Jam. Weiß ich jetzt nicht, ob das... Wir werden da auf jeden Fall nochmal hochgehen müssen, das ist ja auch klar. Ich glaube, wir haben... nicht so viel. Ja gut, without being seen, das habe ich gemacht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach mal hochgehe und was trinke vor allem. Ja, läuft mir die Platte voll. Und zwar ist es halt auch so geschehen, weil die Aufnahmen bei We Happy Few, die Aufnahmesessions, sind doch deutlich länger als bei KSP. Also We Happy Few habe ich dann immer so um die 2 bis 3 Stunden. Naja, 3 Stunden nicht, aber auf jeden Fall so an die 2 Stunden nehme ich eigentlich immer auf. Und zwar am Stück. Wohingegen ich ja die... da waren blaue Beeren, sehr gut. Wohingegen ich die KSP-Aufnahmen ja doch immer eigentlich nach einer größeren Mission, die maximal nur 1,5-2 Stunden dauert, dann auch... Also bisher. Kommende Missionen bei KSP, die werden auch deutlich länger sein. Ich laufe jetzt hier nur nochmal ab. Ihr kennt das Spiel, aber wir brauchen unbedingt diese blauen Beeren. Beziehungsweise ich habe ja gesagt, ich sammle jetzt alle Beeren. Weil wir sind wirklich am Nahrungsfilter. Wir müssen mal wirklich schauen, dass wir hier mal irgendwie zu Rande kommen. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach dann nochmal... Weil wir haben immer noch kein Ephemeral Linen. Und... Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das ein Bug ist. Wenn wir in dem Haus sind, finden wir ja Ephemeral Linen. Und die Quest habe ich mittlerweile erfolgreich absolviert. Allerdings wurden wir dann doch wieder entdeckt auch. Ich weiß nicht warum, es war eine ganz blöde Sache, wo ich mich dann auch wieder geärgert habe. Weil es einfach überflüssig war. Und dann war eben das Ephemeral Linen war dann weg. Und das ist ziemlich ärgerlich gewesen. Das heißt, wir müssen sowieso nochmal rein. Und wegen der Erfüllung der Quest habt ihr eigentlich im Prinzip auch nichts verpasst. Weil es eben so war, dass man einfach zu dem Typen, der da mit dem Rücken zu einem gestanden ist, oben einfach kurz in den Raum gehen hat müssen. Und dann war die Quest eigentlich schon erfüllt. Okay, hier gibt es Beeren im Überfluss. Es scheint so, dass ich jetzt, wo ich neu hergeladen habe, vielleicht doch... If I'm happy on drugs, am I really happy? Is there such a thing as false happiness? But what I'm saying is... Huh? Is there a true self? Was war das?
Okay, kommen wir jetzt hier demnächst... Da ist ja offen. Sieh mal an. Vielleicht, weil die Quest jetzt erfüllt ist. Wir gehen mal rein. Was macht denn er hier? Hail, ye guardians of the worlds. We call to you and beseech you. Be here with us now. Come, ye guardians of the watchtowers. Bisschen seltsam jetzt, dass da so ein Typ stand gleich am Anfang. Ich will ja eigentlich nur das Ephemeral Linen. Nicht diesen Clove. Ich glaube, wir ziehen mal die Sneakers wieder an. Und gehen hier rüber. Es ruckelt schon wieder so. Das finde ich weniger gut. Und auch wieder nicht wundern, wenn ich jetzt hier ein bisschen leiser werde. Okay, wieso haben wir jetzt hier Musik? Ich finde Musik nicht gut. Und es hat sich ja auch schon in der letzten Aufnahme, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das auch noch gesehen habt, hat sich ja auch schon bewahrheitet, dass wenn wir entdeckt werden und das Ephemeral Linen zu ganz normalem Stoff oder komplett verschwindet, currently in combat, das ist natürlich wunderbar. Da oben ist Ephemeral Linen. Okay, also hier gehen seltsame Sachen ab. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen hier einfach raus, bevor hier Schlimmes passiert. Kommen wir hier raus? Okay, gut. In diesem Haus gab es nichts mehr für uns. Nur Ephemeral Linen. Und das haben wir jetzt erfolgreich, hoffentlich erfolgreich. Da ist es. Sehr gut. Ich hoffe, eins reicht. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich weiter. Wir machen uns auf den Weg und schauen einfach mal die Karte an. Wo es denn dahin geht. Und wir haben ja erfahren, wer Simon Says gewonnen hat. Ich glaube, das war auch in der letzten Aufnahme auch für euch sichtbar. Simon Says hat niemand gewonnen. Aus was für einem Grund auch immer. Das bedeutet, wir kommen hier weiter. Das bedeutet, wir... Können wir hier? Nö, hier geht gar nichts. Hier geht gar nichts. Okay. Können wir eigentlich hier einen neuen Bereich wechseln? So, wir laufen hier einfach mal. Sind wir jetzt richtig? Ja. Rennen hier auch mal ein bisschen. Und was es mit diesem Yam auf sich hat. Requires Key. Was ist das hier nur?
Okay, den habe ich nicht gesehen. Okay. Oh, I risk for the wicked. Private property. You best clear off, whoever you are. If we find you, okay. You'll be me. You'll all be me. Der ist sauer geworden auf uns und hat uns gleich mal eine ordentliche verpasst. Ich weiß gar nicht von woher. Aber der war nicht gut zu sprechen auf uns. Überhaupt nicht. Sind die eigentlich hier auch noch aggro? Ich glaube, irgendwo waren die hier auch noch aggro. This is not even my life. It's somebody else's. Naja. Das ist nicht dein Leben. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind wir, scheint ganz richtig zu sein. Und hallo? Hallo, hallo? Haben wir den nicht? Okay, da war ich anscheinend so. Okay, also wir bauen jetzt als erstes mal ein... Ein Elite-Healing-Ballen brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen... Haben wir kein normales Healing-Ball mehr? Doch, hier. So. Okay. Verschwindet nicht ganz. Jetzt sagen wir, essen auch noch ein bisschen was. So, dann lasst uns hier runtergehen. Ich habe diesmal nicht vor, sie zu bekämpfen. Sollten da wieder neue sein. Aber sieht so aus, als wäre hier eh niemand mehr. Außer der, der sich erhängt hat. Da haben wir nachhaltig aufgeräumt, so wie es aussieht. Bin ich jetzt auch gar nicht traurig, weil wenn ich da jetzt so durch schlendere, da habe ich dann eigentlich schon immer Angst und Panik. Man könnte mich da entdecken, beziehungsweise erschrecken. Wenn man da so durchschleicht oder auch durchrennt und urplötzlich kommt jemand um die Ecke und geht auf einen los. Das finde ich nämlich ziemlich uncool. Also im wahren Leben genauso wie im Spiel. Im wahren Leben finde ich es noch ein bisschen uncooler. So. Come on, we're old friends, aren't we? Know you from the pub, don't I? Okay, wo können wir hin? Ich habe jetzt hier schon wieder komplett vergessen. Ich sehe hier aber lauter Blaue, was potenziell gut ist. Er rennt auch schon wieder rum mit seinem Date. Und ich glaube, wir sollten als allererstes mal hier... Da ist Crazy Lake, Safe House. Dollhouse, da brauchen wir ja nichts mehr. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ah, wir gehen erstmal zum Wounded Wastrel. Vielleicht ist es jetzt ja mit diesem Bug behoben. Und wir haben ja auch die Gasmaske. Haben wir die an Bord? Ja, wir haben die an Bord. Da können wir auch was machen. Und halt, Dollhouse. Das geben wir natürlich als allererstes ab. Da sind wir schon. Nee, das war da, wo wir die Puppe gefunden haben. Wo war denn jetzt das Puppenhaus? Okay, das bedeutet wieder, wir müssen rumrennen, bis wir es irgendwo entdecken. Was natürlich bei so einem Survival-Game auch
da relativ kritisch sein kann. So, hallo, Johnny Bolton. At least there are flowers out here. Alfie, you're back. Did you bring the ephemeral linen? Ja, das habe ich. Brilliant. Now we can make the suit of blending. Here's the secret instructions. The suit of blending. Craft the suit of blending. Okay, der wird höchstwahrscheinlich ein bisschen. I'm clapped out. I've got to find a bed. Ein bisschen mehr Platz in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir equippen die hier mal. Es wäre wirklich nice, wenn wir hier diese Plätze auch noch freischalten könnten. Das wäre echt super. So. Basic. Blending Suit. Proper Suit. Torn Suit. Proper Suit. Okay. Macht das Sinn? Proper Suit? Padded. Okay, ich glaube, wir müssen unseren erstmal ausziehen. Wir haben einen Torn Suit. Okay. Und jetzt haben wir aber keinen Platz im Inventar. Das finde ich schlecht. Also, wir machen hier mal Platz. Irgendwie. Ja, irgendwie ist gut gesagt. Strange how everyone looks the same. I wonder if that's just a side effect that's stuck. Ich glaube, ich kann es ja hier alles auf den Boden hauen. Ich riskiere es einfach mal. So. Und wenn wir den jetzt hierhin flanschen, können wir jetzt hier Proper Suit craften. Jetzt hat er wieder angezogen, oder wie? Ja. Blending. Blending Suit. Okay. Ich habe jetzt halt wirklich Angst, dass wir dann nackt durch die Gegend rennen. Was ist denn jetzt hier eigentlich die Aufgabe? Wie heißt das Ding? Mystery House. Wo ist es denn jetzt? I should have gone with him. Give the blending suit to the loony in the treehouse. Okay, das ist natürlich ganz großartig. Wir rennen jetzt erstmal nackt rum. I won't play. Fantastic. Now you and Peachy can sneak into the secret lair of Dr. Burlock. You'll need this to get in. Good luck. We're all counting on you. Oh, you probably want a suit of blending yourself. Peachy can't do it all by himself. Ah, wir haben wieder einen bekommen. Sehr schön. Okay. Da bin ich jetzt schon dankbar. Wir sollten dringend mal was trinken. So, und wir sollen uns jetzt irgendwo reinschleichen. Das ist ja eine Mörderquest. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
So, nicht nur, dass wir sackmüde sind, wir sind auch mega durstig. Aber die Leute scheinen hier sich nicht daran zu stören, dass wir hier im Damenkleid durch die Gegend rennen. Haben anscheinend nichts gegen Crossdresser. Okay, da ist das Wasser. Erst noch hier die Beeren. So viel Zeit muss sein. Und jetzt können wir hier endlich mal unseren Durst stillen. Und jetzt, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? So, das haben wir jetzt. I don't recall inviting you. I'm calling the authorities. Was? He wasn't there again today. Oh, wish he'd stay away. Sie wohnt hier anscheinend. Entschuldigung, geht jetzt hier in meinen Augen nicht als Haus durch. Kann doch ich nicht wissen, dass du hier zu Hause bist. Kauf dir mal ein Dach. Genauso du. Are we mad? Or is it the world? Stop the movie! Oh God, please stop it! Okay, wir gehen hier mal rüber. Einzig und allein, um hier mal auf eine vernünftige Straße zu kommen. Vernünftig ist gut gesagt. So, ich will hier irgendwas entdecken, was ich bereits kenne und brauche. Oder ich will irgendwas entdecken, was ich noch nicht kenne, aber auch brauche. So, um die Karte geht hier anscheinend nichts. Dick Location. Wollen wir hier nochmal rein? Ich glaube, hier ist es nicht. Back off. Ja, ja. Das wäre halt wirklich passend, wenn die Teile dann durchgestrichen würden oder sogar verschwinden würden. Ich hatte es schon erwähnt. Jetzt kann es natürlich wieder sein, das ist eben das Problem mit verloren gegangenen Aufnahmen, dass vieles doppelt erzählt wird von meiner Seite aus. Gehen wir hier mal raus, danke. Ich glaube, ich penne erst noch eine Runde, weil dieses hellrote Zeichen da irritiert mich ein bisschen und ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn wir es brauchen, wenn wir rennen müssen und können es nicht. So. Ja gut, wir können sogar rennen. Geht sogar ein bisschen. Da ist die Trulla mit dem Safe. Die kennen wir ja bereits, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist auch schon einige Aufnahmen her. Zumindest für mich. Wie gesagt, eine Stunde. Eine ganze Stunde. Mindestens zwei Folgen weg. Und wir waren im Obdachlosenheim. Es waren so viele coole Sachen. Die Audioaufnahme war übrigens noch erhalten. Aber es bringt natürlich auch nichts, euch einen schwarzen Bildschirm zu zeigen. Aber die habe ich mir ein bisschen angehört, allein um irgendwie eine Vorstellung noch zu haben, was denn alles weg war dann in dieser Aufnahme. Aber selbst ich habe es mir natürlich auch nicht eine Stunde lang da hier Hörbuch reingezogen. So wichtig fand ich es dann auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach damit leben. Und es ist okay. Wieso hat er da jetzt so geblinzelt? Sind wir vielleicht wirklich so müde, dass wir es sonst gar nicht mehr packen? Okay, hier haben wir jetzt anscheinend nichts auf dem Boden. Da war ja die Mrs. Stokes, die wir hier raus befördert haben. Und ja, wir haben hier einiges noch. Ja, das sind ja dann doch noch einige Frisalien. Die Bären, die bringen es natürlich schon. Die nehmen noch mal eine. So, jetzt bin ich auch ein bisschen beruhigter. Mit den Bären sollte es auch kein Problem sein. So,
wir haben Nacht. Wir haben Nacht. Das bedeutet für uns, wir gehen mal dieses Antiseptik. Würde ich ihm zu gerne geben. Ich glaube, das ist nicht verbuggt. Wir hatten kein Antiseptik bisher. Ach, der will ja die Nexamite. Kann ich überhaupt noch mit ihm reden? Habe die Hoffnung, dass er einfach wieder da ist dann irgendwann, dass er uns den Schlag verziehen hat und dass er dann vielleicht nicht mehr verbuggt ist, weil ich glaube, es war ziemlich offensichtlich, dass ich nicht mit ihm reden konnte. Und das nützt uns so ja nichts. Wir haben immer noch die Quest offen. Die haben wir. Oh, didn't you live down the line? Ach, er war's. I feel awful. You wouldn't let me to have a purple on you. Would you, mate? Haben wir keine Nexamite Pill? Nexamite Pill 2 Stück. Also hier scheint alles ein bisschen zu sehr Alpha zu sein. So, we meet again. Oh, I feel awful. You wouldn't let me to have a purple on you. Mhm, ich hab doch einen. Would you, mate? Nimm sie. Nimm sie dir, ich mag sie nicht. Sie ist zu dick für mich. So, ich kann folgendes mal probieren. Das ist das gleiche Problem wie mit dem Stu. So, wir nehmen es jetzt mal so. Und geben es ihm und er will es nicht. Also, das mit dem Stu hat ja auch schon nicht geklappt. Ich glaube, hier ist einiges so ein bisschen Alpha noch. Gut, was können wir? Pick a Pancake. Ich glaube, der Wounded Wastrel ist es. Jetzt müssen wir hier wieder genau in die andere Richtung. So. War es das schon? Sind wir da schneller unterwegs als ich? Bisschen dauert's noch. Ganz so schnell können wir dann doch nicht. Blasting Zone, keep out. So. Sometimes I wish I knew you well, that I could speak my mind and tell you. Hoffentlich ist das nicht verpackt. Maybe you'd understand. Don't hold it against her. I can be irksome. Look, I know it's a bit greedy, but I've not been able to clean the wound. You wouldn't happen to have a bit of antiseptic? Na klar. Und das geht hier. So frightfully decent of you. I think you've rather saved my life. Listen, all those boxes, they're all booby-trapped. Except for that one. Take anything you like from there. And God be with you. Mhm, okay. Also die sind alle verkabelt. Alle sind eine Falle. Bis auf eine. Außer diese hier, sagt er, und verschwindet. Mhm. Er hat uns aber eine Note hinterlassen. Und wo ist diese Note? Das kennen wir auch noch nicht, glaube ich. Anyway, of course you couldn't get the gate to open for you. You sound absolutely miserable. The ritual is quite delicate. Negative thought thicken the veil between this world and that one. As of course does any sunlight. I think you will let if you come again in a certain better mood. The gate might open more fun. I have a feeling you're getting awful close to parting the veil. Okay, das geht anscheinend um das mysteriöse Haus mit diesem verschlossenen Tor. Man sollte da mit einer besseren Laune wiederkommen und dann in der Nacht öffnet es. Okay, the safe chest is the one with a radio near it. Also, die sichere Kiste sollte dann diese hier sein.
Und obwohl sie es genauso anhört, als wäre sie... Ja. Was bekommen wir denn da? Take all. Increases damage by explosive weapons by 2%. Sehr schön. Okay. Und wir haben... Get in the tower. Nothing we'd rather be doing than living our lives here and now in Wellington Wells, eh? We're also fortunate to be proud Englishmen and women. Because no matter what... This is not what I expected the future to be. Okay, die ist erledigt. Jetzt haben wir doch schon einige erledigt. Get the ducky. Haben wir eine Ducky an Bord? Ducky, Ducky. Ja, wir haben eine Ducky. Ich glaube ja nicht, dass es das ist, aber... Hm, wo war denn das nochmal? Na egal, wir werden es schon finden, sagte er und rannte wieder im Kreis. Das war nicht hier. Ich, wo war denn das Lagerfeuer? Und warum sind die alle hier so suspicious? Es ist nur dieser Typ hier. Das ist der Wounded. Das sieht mir danach aus, als... Aber ich glaube, hier auf dieser Karte haben wir wirklich sehr viel abgegrast. Ja, ja, ja. Also da halte ich mich jetzt einfach mal davon fern. Da ist es Puppentheater. Wir brauchen jetzt eh schon wieder ein bisschen Wasser. Was wir hier finden. Hier sieht's doch gut aus, oder? War hier das Feuer? Ja, hier ist es.